Hallo und herzlich willkommen zurück bei Starbound. Ja, unsere weihnachtliche Deko ist immer noch vorhanden, soll uns aber heute nicht weiter stören, denn auf dem Weg zu Neujahr wollen wir ja noch ein bisschen was schaffen. Und zwar haben wir ja letztes Mal diesen Planeten hier ziemlich umrundet. Das heißt, alles Neue befindet sich entweder unter uns oder auf einer anderen Welt. Und ich würde sagen, wir bevorzugen das Reisen auf eine andere Welt. Denn umso höher der Schwierigkeitsgrad, umso besser die Belohnung. Wobei es ja schon schön wäre. Mal eben gucken, was wir an Materialien haben. Ich versuche mal eben, ob wir nicht auch schon was rausbauen können. Denn wäre natürlich schon angebracht, hier das Ding hier zu benutzen. Denn wir können ja nicht einfach hier abhauen und keine Fahne da lassen. Wo sollen wir denn wissen, dass wir schon mal hier waren? Deswegen müssen wir mal ein paar Planks machen, einen Yarnspinner und dann gleich Stoff machen. Außerdem würde ich gerne halt nochmal eben testen, ob ein Anvil. 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 Ob wir nicht vielleicht doch schon ein bisschen was wenigstens herstellen können, um uns zu schützen. Denn wir sind ja doch noch recht weich und das finde ich doof. Denn der höhere Planet ist ja unweigerlich dann halt auch ein höherer Schwierigkeitsgrad. So, die beiden Craft-Sachen, die kann ich nirgendwo hinstellen. Ich habe schon alles voll. Ich kann ja nicht die Spinnerei auf dem Dach stellen. Das Paket auch nicht. Ich stelle mal das Dreidel auf dem Dach. Boah, das Dreidel ist so klein. Das können wir vielleicht auch hier unten noch hinlegen. Da, perfekt, unter der Treppe. Da fällt wenigstens keiner drüber. Aber die Glocken sind trotzdem noch zu groß. Wo ist mein Schnibbelbubbel-Antimaterie-Material? Dingsbums hier. Ihr wisst schon, dann gehe ich hier mal einfach näher ran. Da müsste es nämlich passen. So. Ein Fabric brauchen wir. Und die Flagge können wir, glaube ich, auch so craften, ja. Eine Flagge. Oh, da sind schon wieder Pupsis. Tada! Ja, ich gehe ja schon. Also, der Planet reizt mich nicht so sehr, wie man vielleicht denkt. So, ich hätte auf jeden Fall gerne eine einhändige Waffe. 6 DPS ist ja schon mal immerhin mehr, als wir haben, und die ist einhändig. Das wäre ja schon mal ganz schön. Dann können wir die nämlich nehmen und gleichzeitig. Die ist ja auch einhändig, ne? Wo man sieht es mal. Ach, steht da eine an der 1 vielleicht. Und da brauchen wir auch nur Eisen und Pixels für. Den Little Tooth, den kleinen Zahn, den machen wir. Eine Kupferpickaxe nehme ich mit. Und, oh, verdammt. Schlecht geplant. Aber egal. Oh, da fehlt uns nur ein Kupfer. Ah, das suche ich noch. Das finden wir bestimmt schnell. Vor allen Dingen mit unserer neuen Pickaxe. Können wir direkt mal den kleinen Zahn ausprobieren. Den tue ich mal dahin. Mir fehlt so eine Schnelltaste, um dahin zu kommen. Hey, hier ist mein kleiner Zahn. Spür meinen kleinen Zahn, außerirdisches Wesen, sagte das außerirdische Wesen. Ich zahne euch mit meinen Stechzahn klein. Ja, okay, ist nicht wirklich stärker, aber also man merkt keinen großen Unterschied. Nur einen kleinen. Ach, Sand haben wir auch. Können wir eigentlich auch ein bisschen Glas machen können für unser Hütchen und ein Fenster. Ah ne, hier hatten wir ja gesagt. Auf diesem Planeten möchten wir lieber keine Fenster haben. So, einfach mal querbeet schnell in die Erde buddeln, um ein bisschen Kohle herauszukriegen. Und dann graben wir uns einfach wieder nach oben direkt. Da finden wir bestimmt was. Oder wir finden einfach nur Dreck. Dreck, Drecki, Dreck. Na komm, bisher habe ich immer Glück gehabt. Ich dachte, es wäre so ein Spiel, wo man, egal wo man buddelt, man findet immer was Tolles. Okay, unsere Expedition ist jetzt nicht so gewagt. Na gut. Komm, ich setze hier nochmal ein Fäckelchen hin, um die wahren Schätze zu enthüllen, die nicht da sind. Und dann lasse ich das Wasser hier einfach lang fließen. So.
Rachwasser. Ach Mensch, ich wollte doch nur mal ein bisschen Kupfer, ohne viel dafür zu tun. Ich hau hier nochmal so ein Eckchen raus und setze da mal eben eine Fackel rein. Aber auch nichts auf den ersten Blick. Haben wir nicht noch irgendwo ein bisschen rumfliegen? Ein Tüttelchen. Wie viel Hunger haben wir eigentlich? Oh, wir könnten auch mal ein Steak vertragen. Hab's. Ah, können wir hier auch eben abernten. So, na, nicht einfach weitergehen. Wer erntet denn hier ab, ohne neue Sachen zu pflanzen? Wäre unverantwortlich. So, Korallen und ein paar Möhrchen. Hat du Möhrchen? Bald haben wir ganz viele. Ach, guck mal, die sind schön klein. Die kann man hier super anpflanzen. Oh, da unten, da waren wir noch nicht. Da ist, wartet bestimmt. Da, seht ihr das? Da ist Kupfer. Was ist das da unten? Sind das nur Steine oder ist das Eisen? Ne, es sind nur Steine. Kohle. Kohle, Eisen, Kohle. Ne, Eisen sogar, tatsächlich. Und Silber. Aber auf dem Planeten haben wir auch echt viel Silber, muss ich mal sagen. Jetzt sehe ich aber nichts mehr. Cobblestone. Okay, wir können raus. Und eigentlich interessiert mich ja im Moment mehr das Kupfer da. Ich hoffe, wir haben noch ein Erz in der Tasche. Dann reicht das eine ja sogar. Na, natürlich nicht. Komm her. Schmeckt meinem Zahn. Ich bin der Zahnarzt. Am meisten Schaden am kleinen Zahn machen die schlechten Zahnwitze. Nur Kohle. Ich meine, gut, für die Reise brauchen wir wahrscheinlich sowieso noch ein bisschen Kohle. Wir haben ja alles rausgehauen letztens. Oder zumindest alles reingestopft. Gar nicht überprüft, wie viel wir da tatsächlich gebraucht haben. Und hier sind Lücken. Wo Lücken sind, ist auch ein Loch. Boah, heute ist Tag der großen Weisheiten hier. Ein kleines Loch, aber immerhin ein Loch mit Silber. Kupfer. Silbriges Kupfer, glänzendes. Ja. Hatte ich das eine schon ausgebuddelt? Nö, ne? Nö, aber das nehmen wir jetzt mit. Aber dann weg hier. Was immer hier im Verborgenen liegt, das werden wir später rausfinden. Wir gucken uns jetzt mal einen Planeten an. Einen ganz witzigen, glaube ich. Mal gucken, was man da so Schönes findet in der Nähe. Oh nein, erstmal finden wir jede Menge Gegner in der Nähe. Geh weg. Ich meine, gut. Zumindest das Geld können wir ganz gut gebrauchen. Denn wir wissen, der ganze Rummel hier mit dem Weiterfliegen war ganz schön teuer in dem Beta-Sektor, wo ich ja eigentlich schnell wieder hin wollte. Aber man muss auch mal ein bisschen Spöks machen zwischendurch. Können nicht alles so halbherzig hier anfangen, nur weil der Charakter alle 5 Minuten gelöscht wird. Ihr müsst da auch mal ein bisschen Verständnis haben. So. Schuhe! Toll! Stimmt, der Lederhut, der wäre wichtiger gewesen. Aber wenigstens haben wir eine coole Hose jetzt an. Passt aber nicht zu unserem Outfit. Wir kommen später auf zurück. Vielleicht kann man ja nachher auch noch tolle Sachen craften. Oh, das Raumschiff ist übrigens immer noch im Orbit. Und dann wollen wir mal gucken. Da können wir nicht landen. Zufällig finden oder fliegen wir ganz normal. Hier ist der Alpha-Sektor. Der ist sehr groß. Alpha 24 UMI. Wir sind jetzt auf... Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ach, egal. Da heißt was mit Sigma. Ist ein toller Endgegner bei Mega Man. Da müssen tolle Planeten sein. Da haben wir ein Mondbiom. Mond klingt nach wenig Sauerstoff, aber viel Gestein. Möchte ich das riskieren, dahin zu fliegen? Oh Gott. Da brauchen wir viel Sprit.
Subnel Genubi mit Majoris. Dann haben wir ein Forest und ein Mondbiom. Schnee, Mond, Schnee. Ich glaube, ich gucke mir mal den Mond an. Ich schaue nochmal schnell im Biom hier rein. Desert. Desert klingt auch gut. Desert klingt für mich auch nach Arid. Ah, was ist Arid? Arid kenne ich aus Endless Space, ist glaube ich trocken gewesen, ne? Nee. Aber der ist klein. Ich glaube, ich nehme mal den Arid. Ich habe irgendwie das Gefühl, da finden wir genau das, was wir suchen. Aber wir brauchen erst Sprit. So, 80 haben wir. Rein damit. Reicht nicht. Verdammt. Reicht, glaube ich, tatsächlich nicht. Der war bei Lambada da drin. Und da ist er. Go. Schade. Ach, sowas Doofes. Ich tu mal Find Random. Mond. Asteroidenfeld. Können wir überall nicht hinfliegen. Uns fehlt genau noch ein bisschen Sprit. 200 kostet das alles. Wir brauchen noch 30 Fuel. Ich könnte mal eben gucken, ob man Holz vielleicht wieder reinstecken kann. Habe ich in dieser Testversion noch nicht. Ne, geht aber leider nicht mehr. Aber wir nehmen es trotzdem wieder mit. Könnte man vielleicht sonst noch irgendwas als Sprit nehmen? Vielleicht weihnachtlichen Geist? Unsere Hose? Wer weiß, wie lange wir die schon tragen. Die müsste doch eigentlich viel bringen. Ne. Weihnachtlicher Geist auch nicht. Baumseeds. Keine Reaktion. Da ist bestimmt Alkohol drin, wenn man es lang genug. Na gut, dann müssen wir doch noch mal auf Kohleexpedition gehen. Ich könnte natürlich hier mal gucken. Wollen wir mal einmal hier gucken? Vielleicht kommen wir ja wo dran. Ich würde mich ja noch immer interessieren, was das Grüne da überhaupt ist. Jetzt haben wir immerhin die Kupferspitzhacke, da sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Wobei ich in das Braun hier kaum reinkomme. Das Grüne ist bestimmt hier Plutonium oder sowas. Irgendwas, was unser Raumschiff so richtig. Oh nein, 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 komm, hau den Stein weg. Bitte, 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 hau den. Nein. Nein, ich hab fast geschafft. Fast war ich drauf. Oh, habt ihr gesehen? Da war sogar noch die Animation im Raumschiff. Oh, aber für die Todesanimation hat sich's doch schon mal gelohnt. Die kennen wir ja noch gar nicht. Jetzt haben wir die auch mal gesehen. Und 300 Pixies verloren mein Herz. Runter, wir waren fast da. Und immer dran denken, den Rückzugsfluchtweg mit einplanen. Ach, wir sind auch gar nicht erstickt, wir sind erfroren. Die Sauerstoffanzeige ist nämlich da oben. Oh. Atmen, aufwärmen. Mach mal die Heizung höher. Gott, das ist aber jetzt hier ein sehr anstrengendes Unterfangen. Weh ist nichts Tolles. Na komm, mach schnell. Verlieren wir langsam als verlieren wir schnell an Sauerstoff. Hier muss echt kalt sein im Weltraum. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gehört irgendwo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm. Diamanten. Verdammt, die brennen nicht. Aber auch gut. Wir haben Diamantenerz. Schick. Diamant can be used for smelting or repairs. Aha, den lager ich mal da. Und dann gehen wir nochmal runter und gucken mal, ob wir nicht doch noch irgendwas Brauchbares finden. Silber, da ist auch Kohle, aber die ist zu weit weg. Das ganze Silber nehme ich noch mal eben mit. Ach, Platin. Platin. Ah, Platin brennt leider auch nicht. So, das sieht aus wie Kupfer.
Ist auch Kupfer. Ne, das bringt nicht den gewünschten Erfolg. Da können wir lieber hier noch mal ein bisschen rumkloppen. Boah, mitten. Ach ne, Moment, die kommt ja bei dem wahrscheinlich vorne raus. Da haben wir doch schon was. Boah, heute ist alles so sauerstofflos. Hier mache ich aber mal einen Abfluss rein. Ein bisschen können wir ja mitnehmen. Wollen ja nicht, dass der Plan. Ach, eins. Eins, aber da ist noch eins. Wir brauchen noch irgendwie 30. Also ich glaube, da müssen wir tatsächlich eine Tiefenuntergrund, Expedition noch übernehmen, bevor wir auf den neuen Planeten können. Und dann müssen wir noch mal gucken, ob wir nicht vielleicht was Größeres Arid finden. Warte mal, Baron war trocken. Und Arid müsste dann. Ich weiß es nicht mehr. Mein Planeten-Englisch. Oder mein Ebenen-Englisch ist einfach zu eingerostet. Ich sollte mehr Karten machen. Na. Gehst du wohl, komisches Vieh. Immer das Gleiche. Boah, hier ist aber auch überall Wasser im Boden, ne? Da möchte ich ja eigentlich. Oh, guck mal, wie viel Silber es hier gibt auf dem Planeten. Wo sind wir jetzt? Wald, oder? Wald war es, glaube ich, ne? Ich guck mal, wie weit der Abfluss noch funktioniert. Hey, da ist eine Kiste. Mit! Denn Decrypt Breaker. Mehr DPS heißt, nehmen wir erstmal. So, und dann müssen wir mal eben atmen. Und dann buddel ich erstmal nach hier. Ja, da ist ja auch noch eine Kiste. Kistenplünderer, da könnten nämlich die Erze drin sein, die wir gerne hätten. Verdammt, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so viel kämpfen. Das gilt auch für dich. Die hören mir nicht zu hier. Ein Zylinder. Ja, wir haben eine neue Hose. Space Uniform 101. Ne, die ist nicht gut. Oh, verdammt, ein Cowboy-Hut oder ein Zylinder. Wir nehmen den Zylinder. Und 75 Pixies. Kann ich nicht Kohle herstellen? Na. Kann ich eigentlich mit der Battle Axe auch Bäume fällen? Nein. Warum denn nicht? Hier ist auf jeden Fall eine gute Position, um mal eben zu schneiden. Ich sage bis zum nächsten Mal, euer Schumbock.